Ruwa, eine mittelgroße Stadt im nördlichen Simbabwe und Standort einer Schule, die in den 1990er Jahren Berühmtheit erlangte, die Ariel School. Eine private Grundschule mit durchaus gehobenen Bildungsstandards. Sie war stark von der postkolonialen Zeit geprägt. Schwarze, weiße und asiatische Kinder teilten sich die Schulbank. Ethnien, Religion und Kulturen verschiedenster Art trafen aufeinander. Doch am 16. September 1994 sollten sie alle durch ein Ereignis verbunden werden. Mehr als 60 Kinder wurden an jenem Tag Zeugen eines bis heute ungeklärten Phänomens. Es war Freitag. Die Lehrer hielten gerade eine morgendliche Konferenz ab. Derweil verbrachten die über 250 Schüler die große Pause auf dem Hof. Auch wenn sich zu diesem Zeitpunkt alle Erwachsenen im Schulgebäude befanden, waren die Kinder nicht unbeobachtet. Aufsichtsschüler, bestehend aus den Ältesten, sollten das Pausentreiben im Auge behalten. Ein Treiben, das sie allerdings schon nach kurzer Zeit kaum noch überblicken konnten. Denn plötzlich kam es zu tumultartigen Szenen. Kinder liefen aufgeregt zur Grenzmarkierung des Schulgeländes. Eine Handlung, die eigentlich streng verboten war. Denn das hohe Gras war schwer einzusehen und Schlangen stellten hier eine beträchtliche Gefahr dar. Doch in diesem Moment vergaßen viele das Verbot. Irgendetwas erregte die Aufmerksamkeit der Kinder. Eine größere Gruppe hatte sich vor das Feld geschart. Einige zeigten aufgeregt zwischen die Bäume, andere schrien oder weinten. Dann rannte ein Junge los. Er lief in das Schulgebäude, direkt zum kleinen Kiosk. Eine Mutter führte ihn in dieser Pause. Sie glaubte sich zunächst verhört zu haben. Der Junge hatte, noch nach Luft ringend, ihr soeben etwas Unglaubliches mitgeteilt. Draußen wäre ein UFO gelandet. Daneben ein seltsamer kleiner Mann. Wenige Stunden später klingelte in der simbabwischen Hauptstadt Harare ein Telefon. Eine gut gekleidete Frau mittleren Alters nahm den Hörer ab. Es war Cynthia Hind. Die in Südafrika geborene Autorin hatte sich seit vielen Jahren ihrer Leidenschaft verschrieben, der Erforschung des UFO-Phänomens, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent. Eben diese Leidenschaft war nun der Grund für den Anruf. Am anderen Ende der Leitung war Tim Leach, damaliger Korrespondent der BBC. Medienvertreter hatten Wind davon bekommen, dass sich vor einigen Stunden in Ruwa etwas Ungewöhnliches ereignet haben soll. Wie genau die Presse an welche Details kam, ist heute nicht mehr bekannt. Tim Leach erzählte Hind aber bereits, dass die Schüler nicht nur eines, sondern mindestens zwei Wesen gesehen haben wollen. Seinen Angaben zufolge hatten Kinder gegen 10 Uhr die Landung eines unbekannten Objekts beobachtet. Diesem seien zwei kleine Menschen mit langem schwarzen Haar entstiegen. Insgesamt sollte sich die Anzahl der Zeugen auf über 60 belaufen. Die Geschichte weckte sofort das Interesse Hinds. Sie war fest entschlossen herauszufinden, was an jenem Morgen in Ruwa geschehen ist. Allerdings war es bereits Freitagnachmittag und die Schüler würden erst nach dem Wochenende befragt werden können. Hind wollte keinesfalls so lange warten. Sie rief eine befreundete Tierärztin in Ruwa an. Diese konnte zwar selber nichts zu dem Vorfall sagen, allerdings kannte sie eine Mutter, deren Kind auf die Ariel School ging. Hind fragte nach der Nummer dieser Frau und versuchte sie zu erreichen. Es stellte sich heraus, dass sie es war, die am Tag des Vorfalls im Kiosk arbeitete. Erstmals erhielt Hind Informationen von jemandem, der am 16. September persönlich vor Ort war. Die Frau schilderte die Ereignisse so. An jenem Freitag war sie für die große Pause eingeteilt.
Während ihrer Schicht sei plötzlich ein Schüler in das Geschäft gerannt. Er rief, dass draußen ein UFO gelandet wäre. Außerdem würde daneben ein kleiner Mann herumlaufen. Er hätte eine Art Anzug an und trug ein Stirnband. Die Frau hielt die Sache zunächst für einen Streich. Vielleicht wollten die Kinder sie aus dem Kiosk locken, um ungehindert an Süßigkeiten zu kommen. Allerdings war auch ihre eigene Tochter auf dem Pausenhof gewesen. Und diese hatte ebenfalls etwas gesehen. Die Tochter erzählte Cynthia Hind, dass sie mit ihrer Freundin zusammen ein kleines, helles Objekt sah. Es wäre in etwa 200 Metern Entfernung gelandet. Dann hätte es sich dem Schulhof genähert und dabei golden geglänzt. Sie selbst hätte nur dieses eine Objekt gesehen. Allerdings hätten die anderen Schüler von mehreren erzählt. Es sollen ein großes und 3 oder 4 kleinere gewesen sein. Hind telefonierte daraufhin noch mit einem weiteren Schüler. Er bestätigte, ebenfalls mehrere Objekte gesehen zu haben. Sie wären sehr deutlich am Himmel zu erkennen gewesen und hätten hell aufgeblitzt. Dann verschwanden sie im Bruchteil einer Sekunde, nur um an anderer Stelle ebenso unvermittelt wieder zu erscheinen. Insgesamt wäre das 3-mal passiert, ehe die Objekte landeten. Hind telefonierte auch mit dem Schulleiter der Area School, Colin Mackey. Mackey stand der ganzen Sache zunächst sehr skeptisch gegenüber. Trotzdem bat Hind ihn, die Schüler bei nächster Gelegenheit Bilder malen zu lassen von den Dingen, die sie gesehen hatten. Diese Bilder werden hier später noch ausführlich behandelt. Nach dem Wochenende, am Dienstag, den 20. September, fuhr Cynthia Hind zur Area School. Mit dabei ihr Assistent Gunther Hofer und BBC-Korrespondent Tim Leach. Erstmals hatte sie nun die Gelegenheit, den Schauplatz mit eigenen Augen sehen zu können und Zeugen zu interviewen. In einem Lehrerzimmer tauschte Hind sich zunächst mit dem Schulleiter Mackey aus. Sie schauten sich die etwa 40 Zeichnungen der Kinder an. Die interessantesten wurden dabei ausgewählt. Anschließend wurden 8 der ältesten Schüler zu einem gemeinsamen Interview gebeten. Das Ganze wurde von einer Kamera begleitet. Der Link zu der Aufnahme ist auch in der Videobeschreibung hier. Zunächst schilderte Nathaniel, was er an jenem Tag gesehen hatte. Er selbst sah das Schiff, wie er das unbekannte Objekt nannte, neben dem Schulhof landen. Es hätte ein rundes Oberteil besessen. Rundherum verlief eine Art Plattform. Außerdem wäre ein kleiner schwarzer Mann umhergerannt. Als nächstes war Luke dran. Er war der Junge, der am Tag des Vorfalls in den Kiosk rannte. Zwar hatte er keines der Objekte gesehen, dafür einen, Zitat, kleinen schwarzen Typen. Dieser hätte langes schwarzes Haar besessen. Außerdem soll das Wesen eine Art Stirnband und eine Schärpe getragen haben. Diese Elemente sind auch in seiner Zeichnung zu finden. Trevor sagte, er hätte nur aus dem Augenwinkel ein paar aufblitzende Lichter gesehen, mehr aber nicht. Dann kam Daniel zu Wort. Er konnte von seiner Position deutlich mehr erkennen. Er sah ein kleines Wesen mit langem schwarzen Haar. In der Nähe war eine Wohnsiedlung für schwarzafrikanische Arbeiter. Deswegen dachte Daniel zunächst, dass es sich um den Gärtner eines Nachbargrundstücks handelt. Dann fiel ihm aber auf, dass das Haar des Wesens sehr glatt wirkte und keinesfalls kraus, wie er es von den Einheimischen kannte. Zwischen den Bäumen konnte er dann ein silbernes Objekt ausmachen. Auf diesem saß ein weiteres Wesen. Das andere wäre schließlich aufgeregt hin und her gerannt. Beide hätten wie Menschen ausgesehen, aber eher klein und gedrungen. Auch Emily gab an, dass sie 2 Wesen klar und deutlich gesehen hätte. Sie bezeichnete sie als Little Black Man. Beide hätten sich zu ihr umgedreht und sie mit ihren großen schwarzen Augen angestarrt. Anschließend ging sie in das Objekt, das nach Ansicht Emilys eine Art Schiff war. Dieses große Schiff wäre von mehreren kleinen umgeben gewesen. Laut Emily hätten zu diesem Zeitpunkt alle gerufen, dass es UFOs wären. Deswegen fragte Cynthia Hind, ob sie vielleicht von anderen Kindern beeinflusst worden wäre. Nach kurzem Überlegen antwortete Emily,
Irgendwie schon, aber ich habe es definitiv gesehen. Charity sah ein silbernes Objekt zwischen den Bäumen und daneben eine, Zitat, Person in Schwarz. Zuvor hätte sie mit dem UFO-Phänomen keinerlei Berührungspunkte gehabt. Emma sah ebenfalls mehrere Objekte auf dem Boden. Sie wären einen Meter in die Luft gestiegen und dann plötzlich verschwunden. Auch eines der Wesen konnte sie erkennen. Es hätte einen eng schwarzen Anzug getragen. Die Augen wären sehr groß gewesen. Auf die Frage, was es ihrer Meinung nach war, sagte Emma: Ich dachte einfach, dass es eine Art Alien wäre von einem anderen Planeten. Sie sagte, dass sie mit dem Thema Außerirdische zwar durch das Fernsehen vertraut war, sich allerdings niemals wirklich damit beschäftigt hätte. Als letzte wurde Lisa vor die Kamera gebeten. Sie sah ein großes Objekt und wie aus diesem ein Mann hinaustrat. Zunächst hielt sie diesen für einen Alien. Dann hatte sie den gleichen Gedanken wie Daniel und dachte, es wäre vielleicht ein Gärtner. Nach diesen ersten Interviews ging Cynthia hinter den Schulhof ab. Sie ließ sich auch die verschiedenen Sichtungsorte zeigen. Interessanterweise ist bis heute keine Karte auffindbar, auf der entsprechende Stellen eindeutig markiert sind. Hint selbst präsentiert in ihrem Journal UFO Every News eine grobe gezeichnete Karte. Darauf sind zwei Landestellen eingetragen, eine mit einem Fragezeichen versehen. Einige Kinder sahen aufblitzende Objekte, die entlang der Strommasten flogen. Dort wären sie auch gelandet. Die Stelle, an der die meisten Kinder die Objekte und auch die Wesen sahen, lag außerhalb des Schulgeländes, hinter einem Feld. Während des Vorfalls haben einige Kinder die Hofgrenze überschritten und sich dem Landepunkt genähert. Aus diesem Grund gaben manche von ihnen an, die Wesen aus einer Distanz von nur 3 bis 4 Metern gesehen zu haben. Dies ist insbesondere interessant, da in kritischen Artikeln immer wieder behauptet wird, die Kinder wären 100 bis 200 Meter entfernt gewesen und dementsprechend wären sie gar nicht in der Lage, glaubwürdige Aussagen über Details zu machen. Auf dem Schulhof konnte Hinter noch einige andere Kinder befragen. Ein Junge namens Guy schilderte Dinge, die besonders für den Vergleich aller Zeugenaussagen interessant sind. Guy sah zunächst, wie sich Kinder am Ende des Schulhofs sammelten. Neugierig rannte er dorthin. Dann sah er zwischen den Bäumen ein gestreiftes Objekt. Aus diesem trat ein kleiner Mann hinaus, etwa 1 Meter groß. Dieser Mann ging parallel zum Schulhof durch das Feld. Er hätte einen glänzenden schwarzen Anzug getragen und langes schwarzes Haar besessen. Auch zu dem Gesicht machte Guy Angaben. Die Augen wären mandelförmig und viel weiter unten positioniert als bei Menschen. Der Mund bestand nur aus einem Schlitz. Außerdem besaß das Wesen Nasenlöcher. Nach diesem Anblick bemerkte Guy, dass 2 Kinder neben ihm weinten. Er fragte, was los sei, woraufhin die Kinder erklärten, dass sie fürchteten, von den 2 kleinen Menschen gefressen zu werden. Bemerkenswert ist diese Aussage, da die beiden weinenden Kinder schwarzafrikanisch waren. Cynthia Hinn verwies in ihrem Bericht auf die Wichtigkeit des soziokulturellen Hintergrundes. Afrikanische Mütter würden ihren ungezogenen Kindern manchmal Schauermärchen erzählen, nämlich, dass ein kleines, kinderfressendes Wesen namens Tokoloshe sie holen würde, wären sie nicht artig. Die unterschiedliche kulturelle Prägung ist eine mögliche Erklärung, warum die Wesen von verschiedenen Kindern mit verschiedenen Begriffen umschrieben wurden. Für manche waren es Aliens, andere nannten sie kleine Männer oder Personen. Das unbekannte Objekt wurde von den Kindern als UFO, Ding oder Maschine betitelt. Mit diesem Wissen ließen sich vielleicht Unterschiede in den Zeugenaussagen erklären. Guy nannte aber noch ein weiteres Detail. Am Landeplatz gäbe es einige Ameisenhügel. Bevor Cynthia Hint und ihr Team am Dienstag vor Ort waren, hätten dort zahlreiche tote Ameisen und Vögel rumgelegen. Bei Hints Ankunft war davon aber nichts mehr zu sehen.
Schulleiter Mackie wies aber auf die extreme Dürreperiode hin, mit der Simbabwe 94 zu kämpfen hatte. Diese hätte ebenso ein Tiersterben verursachen können. Es müsste nicht zwangsweise mit den Objekten zu tun haben. Guy erzählte auch noch einen persönlichen Umstand, der eine gewisse Problematik aufzeigt. Als er zu Hause seiner Familie von dem Vorfall berichtete, hätte diese ihm nicht geglaubt. Er würde deswegen nicht mehr über sein Erlebnis sprechen, sondern es eben für sich behalten. An diesem Tag wurde auch der Schulhof noch etwas näher untersucht. Gunther Hofer, der technikaffine Mitarbeiter von Hint, nahm einige Bodenproben. Er hatte einen selbstgebauten Geigerzähler und andere Geräte dabei. Damit maß er radioaktive und elektromagnetische Strahlungen. Allerdings wurden keine Abweichungen von Normalwerten festgestellt. Die Proben wurden an das Chemistry and Soil Research Institute geschickt. Dort wurden sie kostenlos untersucht. Ein Geologe meinte später, dass es zwar ein paar Anomalien gäbe, aber keine wirklich signifikant wäre. Mehr ist dazu leider nicht bekannt. Damit war die Untersuchung durch Cynthia Hint zunächst beendet. Sie nannte in ihrem Bericht noch zwei Begleitumstände, die vielleicht mit dem Vorfall zu tun hatten. Erstens. Als Hint mit Gunther Hofer und Tim Leach vor Ort war, wurden diverse Aufnahmen des Geländes gemacht. Leach verschickte diese zur BBC nach Großbritannien. Dort wurde festgestellt, dass insbesondere die Aufnahme eines der beiden Landeorte nicht brauchbar wäre. Eigentlich sollte ein Hügel zu sehen sein, der direkt hinter dem Landeplatz lag. Der Film würde an dieser Stelle aber eine starke Überbelichtung aufweisen. Weder Hint noch die anderen konnten sich das erklären. Während der Dreharbeiten hatten sie keine unbekannten Lichtquellen bemerkt. Am Tag der Sichtung hatten Kinder genau dort und unmittelbar vor der Landung des Objekts ein helles Licht gesehen. Auch der zweite Begleitumstand war äußerst mysteriös. Nicht nur die Schüler der Aerial School hatten am 16. September etwas Seltsames gesehen. In der Nähe der Schule lag die Farm der Familie Stevens. An jenem Tag ging Alisa Stevens früh morgens in ihr Bad. Sie erkannte aus dem Augenwinkel einen hellen orangenen Lichtschein vor dem Fenster. Sie blickte also hinaus und sah, wie über dem Hühnerstall eine große, helle Kugel schwebte. Erschrocken rannte sie zu ihrem Mann, aber als beide ins Bad zurückkehrten, war die Kugel verschwunden. Mrs. Stevens gab später an, dass sie noch nie zuvor derartiges gesehen hatte. Ob diese Sichtung aber im Zusammenhang mit dem Vorfall an der Aerial School steht, konnte nicht geklärt werden. Nach all diesen Informationen kam Cynthia hin zu einem Fazit. Sie war beeindruckt von der Ehrlichkeit der Kinder. Wenn diese Fragen nicht beantworten konnten, gaben sie dies ehrlich zu. Waren sich die Kinder in einer Sache sicher, antworteten sie schnell und selbstbewusst. In den Zeichnungen sah Hint einige Übereinstimmungen, insbesondere bei der Darstellung der Wesen. Unterschiede begründete sie mit den verschiedenen Perspektiven der Kinder. Einige hätten auf Baumstämmen gestanden, um besser sehen zu können. Manche waren weiter entfernt, andere dichter dran. Zu beachten wäre auch, dass Schulleiter Colin Mackie eine besondere Position einnahm. Er wurde von den Kindern nicht nur respektiert, sondern regelrecht gefürchtet. Laut Hint wäre er einer der Menschen, die stark an Disziplin glaubten und ungezogene Kinder bestraften. Er selbst erklärte es Hint so: Ich bin niemand, der an solche Dinge glaubt, aber ich kann Ihnen eine Sache versichern. Die Kinder würden mich niemals anlügen. Was Hint aber am meisten überzeugte: Auch nach Jahren hätte nicht ein einziger der 62 Zeugen jemals seine Geschichte verändert. Cynthia Hints Untersuchung begann bereits am Tag des Vorfalls. Sie ist die erste und bis heute vielleicht wichtigste Auseinandersetzung mit dem UFO-Vorfall von Ruwa. Etwas über 2 Monate nach Hints Besuch kam es im Dezember 94 zur zweiten Untersuchung. Und zwar durch einen Wissenschaftler von Weltrang. Harvard-Professor und Pulitzer-Preisträger John Mack.
Zur Zeit des Ruwer-Vorfalls war Mac bereits seit über 20 Jahren Professor an der Harvard-Universität. Er lehrte an der medizinischen Fakultät im Bereich Psychiatrie. In eben diesem Jahr hatte er ein Buch über das Abduktionsphänomen veröffentlicht. Es wurde zum Bestseller, brachte ihm aber auch Kritik ein, insbesondere von seinen wissenschaftlichen Kollegen. Mac war bereits über 60 Jahre alt, als er sich möglichen Entführungsopfern zuwandte. Ursprünglich mit der Intention, eine neue Art von psychischer Erkrankung zu beschreiben. Zu seiner eigenen Überraschung konnte er bei manchen Zeugen allerdings keine Anzeichen einer Störung feststellen. Auch fand er keinerlei Anhaltspunkte, dass die Abduktionsopfer bewusst lügen würden. Letztlich sprach Mac sich, zum Leidwesen seiner Kollegen, für eine ernsthafte, wissenschaftliche Erforschung dieses Phänomens aus. Mit diesem Wissen im Hinterkopf faxte BBC-Mitarbeiter Tim Leach einige Zeichnungen der Ariel-Schüler an John Mac. Der war beeindruckt. Es gebe zwar einige Abweichungen, vermutlich bedingt durch die unterschiedliche Wahrnehmung und dem künstlerischen Talent der Kinder, aber davon abgesehen wären die Zeichnungen bemerkenswert ähnlich. Mac hatte für diesen Winter sowieso schon eine Afrika-Reise geplant. Kurzerhand setzte er den Besuch der Ariel School auf seinen Terminplan. Am 2. und 3. Dezember 1994 war er schließlich vor Ort in Ruwa. Mac sprach mit dem Schulleiter Colin Mackey, interviewte einige Kinder und unterhielt sich auch mit Eltern. Er führte mit den Schülern Einzelinterviews. Auch diese wurden, wie bereits die Befragung durch Cynthia Hind, von einer Kamera begleitet. Teile der Aufnahmen wurden später veröffentlicht. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung enthalten. Mit 12 Kindern führte Mac besonders ausführliche Interviews. Bei diesen Einzelgesprächen kamen Informationen zutage, die bei Cynthia Hind noch keine Rolle spielten. Erstmals berichteten Kinder von telepathisch übermittelten Botschaften. Emma, die auch schon durch Hind befragt wurde, sah eines der Wesen aus 3 bis 4 Metern Entfernung. Sie hätte gespürt, dass sie mitgehen sollte, sträubte sich aber dagegen. Auch hatte sie das Gefühl, dass die Besucher eine Art Warnung überbringen wollten. Die Menschen sollten dieser Welt weniger Schaden zufügen und sich weniger von Technik abhängig machen. Lisa erzählte Mac, dass sie ein silbernes Objekt und daneben einen Mann stehen sah. Die großen Augen hätten interessiert gewirkt. Dann hätte auch sie eine Botschaft verspürt. Nämlich, dass die Menschen nicht richtig auf den Planeten und die Luft achten würden. Lisa hätte Angst gehabt, dass das Ende der Welt bevorsteht. Die Botschaft soll irgendwie von dem Mann ausgegangen sein. Er hätte aber niemals etwas gesagt. Es wäre einfach plötzlich in dem Mädchen aufgekommen. Mac wollte auch wissen, ob Lisa sich zuvor bereits mit Themen wie Umweltschutz auseinandergesetzt hatte, was diese aber verneinte. Sie hätte auch in ihrem ganzen Leben noch nie etwas wie das Objekt oder das Wesen gesehen. Auch Emily gab an, dass sie ein Wesen sah. Es hätte die Kinder mit furchteinflößenden Augen angestarrt. Dabei hatte es sich für Emily so angefühlt, als sollten die Kinder zum Mitkommen aufgefordert werden. Ein Junge namens Francis erzählte, dass er ein großes silbernes Objekt sah. Auf diesem saß eines der Wesen. Es hätte ihn angestarrt und Angst gemacht. Dann hätte Francis eine Botschaft empfangen. Er wüsste nicht, wie diese vermittelt wurde, aber es hätte irgendwas mit den großen schwarzen Augen zu tun gehabt. Er fühlte, dass etwas Schlechtes passieren würde, dass das Wesen vor der Zerstörung der Umwelt warnte. Wie bereits bei Lisa fragte Mac den Jungen, ob dieses Thema vielleicht zuvor in der Schule behandelt wurde. Francis bejahte dies, gab aber an, dass er selber nie darüber nachgedacht hatte. Bis zu diesem Vorfall. Später sprach er als erwachsener Mann ausführlich über die Ereignisse. Er machte dabei einige interessante Ergänzungen. Darum wird es später gehen. Als letztes sprach Mac mit Emily Bolton, die bereits von Cynthia Hind befragt wurde. Er wollte von ihr wissen, was sie einem Kritiker entgegnen würde,
Jemandem, der behauptete, dass sie nur eine lebhafte Fantasie besäße und die Kinder sich alles ausgedacht hätten. Emily antwortete, dass sie durch keines der anderen Kinder beeinflusst wurde. Das Erlebte wäre real. Jeder könne denken, dass es nicht wahr wäre oder dass die Schüler sich die Sache ausdachten. Aber sie wüssten, was sie gesehen haben und sie glauben daran. Max Fazit: Die Kinder schilderten die Dinge wie jemand, der sie wirklich erlebt hat. Er wüsste, wenn er mit einem psychotischen Menschen spreche oder jemandem, der unter Halluzinationen leidet. Bei den Kindern wäre dies nicht der Fall gewesen. Bei einem Mädchen hätte er sogar des Teufels Advokat gespielt. Er bot diesem im Interview die Möglichkeit an, das Ganze als Scherz aufzulösen. Vielleicht hätte sich ja nur ein anderes Kind die Sache ausgedacht. Es hätte dann die Mitschüler angestiftet, die Sache den Lehrern zu erzählen, um diesen einen Streich zu spielen. Laut Mac hätte das Kind daraufhin intensiv über diese Option nachgedacht. Schließlich hätte es aber geantwortet, es könnte nachvollziehen, weshalb Erwachsene so denken. Aber das ist nicht das, was passiert ist. Am Ende sah Mac keine Hinweise für Lügen. Einigen Kindern fiel es aber schwer, über ihre Erfahrung zu sprechen, da ihnen insbesondere von ihren eigenen Eltern nicht geglaubt wurde. Mac erkannte auch, dass viele der Kinder traumatisiert waren. Sie zu beschuldigen und mit dem Erlebten allein zu lassen, würde nicht helfen. Stattdessen sollte man ihnen einfach zuhören. Die herausragende Stellung des Ruwer-Vorfalls ist auch dadurch bedingt, dass die Kinder früh interviewt wurden und ihre Schilderung niemals widerriefen. Neben den zeitnahen Befragungen durch John Mac und Cynthia Hind erfolgte die dritte wichtige Nachuntersuchung 1,5 Jahre später. Ein niederländisches TV-Team besuchte die Schule und produzierte einen Fernsehbeitrag. Darin wurde erstmals das Selbstverständnis der Kinder klar, wieso ausgerechnet sie als Zeugen ausgewählt wurden. Eine Reporterin befragte die Kinder nach der Absicht der Besucher. Es folgten ähnliche Aussagen wie bei John Mac. Ein Mädchen meinte, die Wesen wollten die Erde kennenlernen und untersuchen. Ein Junge gab an, sie wollten die Menschheit warnen, dass etwas Schlimmes bevorstehe. Aus genau diesem Grund hätten die Wesen Kinder aufgesucht. Diese wären nämlich noch jung und hätten mehr Zeit, etwas zu unternehmen. Manche hatten zwar Albträume, insgesamt gaben die Kinder aber eine äußerst interessante Bewertung ab. Sie sagten, sie fühlten sich gewissermaßen privilegiert, dass ausgerechnet sie dieses Erlebnis hatten. In dem TV-Beitrag ist aber auch ein Verhalten zu beobachten, das Skeptiker des Vorfalls immer wieder kritisieren. Es geht um die Befragungstechniken der Erwachsenen. Die Reporterin bezeichnet die Wesen mehrmals selber als Aliens. Etwas, das die Schüler vielleicht unabsichtlich hätte beeinflussen können. Nach den Interviews durch Hind und Mac sowie dem TV-Beitrag erfolgte die letzte bedeutende Nachuntersuchung 3 Jahre später. Und zwar durch einen Deutschen, nämlich Dr. Michael Hesemann. Der Autor und Historiker reiste im März 97 nach Ruwer, wo er persönlich mit den Schülern sprach. Er ließ sich die Landestelle zeigen und interviewte zahlreiche Kinder. Auch diesmal blieben die wesentlichen Elemente gleich. Liselle erzählte, dass sie ein Licht aufblitzen sah. Dann war das große Objekt plötzlich am Landeort zu sehen. 2 Wesen seien hinausgekommen, eines mit langem schwarzen Haar und eines kahl. Sie hätten die Kinder einfach nur angestarrt. Das hohe Gras hätte die Sicht allerdings erschwert. Auch Liselle hatte das Gefühl, dass der Grund für den Besuch eine Warnung war. Am Ende fertigte sie extra für Hesemann nochmal eine Zeichnung an. Diese war auffallend ähnlich mit ihrer ersten. Amy Candace gehörte zu den Zeugen, die auch etwas gehört hatten. Unmittelbar bevor die Wesen erschienen,
hätte sie einen lauten Pfeifton vernommen. Etwas, das bereits John Mack erzählt bekam. Mehrere Kinder nannten ein interessantes Detail über die Fortbewegung der Besucher. Darunter auch Claire. Laut ihr wären diese Wesen wie in Zeitlupe herumgelaufen. Dasselbe sagte auch Elaine. Die Wesen hätten wie Roboter gewirkt, die nicht geölt wurden. Teilweise waren sie so langsam, dass man nicht erkennen konnte, ob sie sich überhaupt bewegten. Andere Kinder verglichen es mit dem Laufen von Astronauten auf dem Mond. Hesemann zeigte den Kindern einen damaligen UFO-Kalender. Er wollte wissen, welches Foto dem in Ruwa gelandeten Objekt am ähnlichsten sehe. Fast alle Kinder entschieden sich für dasselbe Bild. Ein Objekt, das 1994 über Utah gesichtet wurde. Also im selben Jahr. Insgesamt interviewte Hesemann 44 Kinder persönlich. Er sah sich auch gefilmte Aussagen von 10 weiteren an. 35 Kinder sagten, dass sie die fremden Wesen selber gesehen haben. Die meisten behaupteten, es wären 3 gewesen. Hesemann sprach auch noch mit den Eltern, Lehrern und dem Schulleiter Colin Mackey. Alle bestätigten ihm, dass es sich nicht um einen Scherz handelte. Stattdessen machte Mackey deutlich, wie einige Schüler unter den Erlebnissen litten. Ein 12-jähriger Junge war danach so aufgewühlt, dass er mit den Bettnässen begann. Seine Eltern waren tief religiös. Sie weigerten sich, die Erfahrung ihres Sohns zu akzeptieren. Sie wollten mit ihm auch nicht darüber sprechen. Schließlich wanderte die Familie sogar nach Kanada aus. Mackey hat aber auch noch ein spannendes Detail zu berichten. BBC-Reporter Tim Leach hätte sich damals an den Flughafen von Harare gewandt. Er wollte wissen, ob am Tag des Vorfalls etwas auf Radar erschienen war. Die Fluglotsen erklärten, dass das Radarsystem an diesem Tag nicht funktionierte. Da dieses System durch eine britische Firma installiert worden war, fragte Leach bei der britischen Botschaft nach. Die Botschaft kontaktierte daraufhin die Installationsfirma. Laut dieser hätte das Radar am besagten Tag perfekt funktioniert. Es ist unklar, ob Tim Leach von den Fluglotsen belogen wurde oder ob alles vielleicht nur ein Missverständnis war. Die Phase der Nachuntersuchung war damit vorerst abgeschlossen. Über 3 Jahre hinweg wurden die Schüler der Area School befragt, ohne ihre Geschichten jemals zu ändern. Während dieser Zeit entstanden auch einige der wichtigsten Indizien für den Ruwa-Vorfall. Dokumente, die vielleicht sogar für die gesamte UFO-Forschung von größter Bedeutung sind. Die Zeichnungen der Kinder. Heutzutage ist es schwer herauszufinden, wann genau welche Zeichnung entstand und welches Kind sie anfertigte. Nicht immer sind sie mit den jeweiligen Namen versehen. Häufig wird auch kritisiert, dass immer nur dieselben 15 bis 16 Zeichnungen gezeigt würden. Einige wurden bei Vorträgen abgefilmt, andere entstammen Dokumentationen in geringer Auflösung. Trotzdem wurden sie hier beigefügt, denn es soll darum gehen, eine möglichst große Sammlung dieser wichtigen Dokumente zu präsentieren. Es folgen 45 Zeichnungen und 2 Tafelbilder.
Sowohl John Mack als auch Cynthia Hind wiesen bereits auf die Unterschiede bei den Zeichnungen hin, erklärten diese aber auch mit verschiedenen Blickwinkeln und künstlerischem Talent der Kinder. Zum Beispiel malten manche Kinder dem großen Objekt Standfüße, andere nicht. Einige der Kinder standen auf Baumstämmen. Wegen ihrer erhöhten Position nahmen sie das Objekt vielleicht anders wahr. Es gibt aber auch einige interessante Übereinstimmungen. In vielen Bildern ist derselbe Kontext gemalt. Ein unbekanntes Objekt befindet sich genau zwischen Bäumen. Die Bäume sind oftmals gleich positioniert. Auch die Objekte weisen durchaus Ähnlichkeiten auf. Ausnahmslos alle besitzen eine gerundete Form. Dadurch grenzen sie sich von anderen UFO-Phänotypen wie zum Beispiel Zigarre oder Dreieck ab. Die Außenseite wird häufig mit einer Fensterreihe dargestellt. Manche Kinder beschrieben diese aber auch als Lichter. Alle waren sich aber einig, dass das Objekt entweder silber war oder in der Sonne golden glänzte. Bei den gezeichneten Wesen gibt es ebenfalls sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten. Einige Kinder konnten nur ein Wesen erkennen, andere zwei oder sogar noch mehr. Dabei soll das eine Wesen stets im Feld umhergerannt sein, das andere oben auf dem Objekt gesessen haben. Trotzdem gibt es auch hier auffällige Übereinstimmungen. Ausnahmslos alle Gestalten besitzen eine klar humanoide Form. In fast jeder Zeichnung werden die Augen als prominentes Detail hervorgehoben. Wenn ein Kind die Haare oder den Anzug des Wesens darstellte, wurden diese stets in Schwarz gehalten. Bei der Analyse der Zeichnungen ist dennoch Vorsicht geboten. Für einen Laien ist es sehr schwer, die Aussagekraft zu beurteilen. Die Zeugen waren zwischen 6 und 12 Jahre alt. Unterschiede in der kognitiven Entwicklung, der Perspektive, aber auch dem zeichnerischen Talent beeinflussen jedes einzelne Bild. Francis erzählte John Mack zum Beispiel, dass er eines der Wesen auf dem Objekt sitzen sah. In seiner Zeichnung steht dieses Wesen. Francis sagte, er war nicht in der Lage, das Wesen sitzend zu malen. Die Schülerin Amy Candace sah das große Objekt und daneben mehrere kleinere. Alle wären Silber gewesen. Da Amy aber keinen silbernen Stift hatte, malte sie diese Objekte gelb. Festzuhalten bleibt, dass es bei der Analyse dieser Bilder diverse Umstände zu berücksichtigen gilt. In der Geschichte der Nahbegegnungen nehmen diese Zeichnungen allerdings bis heute eine herausragende Stellung ein. Einige Menschen stehen dem Ereignis von Ruwa sehr skeptisch gegenüber. Sie sagen, die Kinder hätten etwas fehlgedeutet oder massenhaft halluziniert. Insbesondere die Nachuntersuchungen durch Cynthia Hind und John Mack sind immer wieder Gegenstand von Kritik. Ein prominenter Skeptiker des Vorfalls ist der Franzose Gilles Fernandez. Er besitzt einen Doktor in Kognitionspsychologie. Laut Fernandez kam es bei den Befragungen der Kinder zu groben Verletzungen von wissenschaftlichen Standards. Zunächst findet er es äußerst problematisch, dass Cynthia Hind die Kinder als Gruppe befragte. Auf diese Weise könne jedes Kind die Erzählung des anderen beeinflussen. Außerdem sollen Hind und Schulleiter Mackie im Beisein der Schüler offen über das Thema Außerirdischer gesprochen haben. Dadurch hätten die Kinder gelenkt werden können. An dieser Stelle ist aber anzumerken, dass die Videoaufnahme dieses Interviews von zahlreichen Schnitten unterbrochen wird. Es ist daher nicht festzustellen, ob Hind und Mackie sich vor den Kindern unterhielten oder ob dies in einer Pause geschah. Festzuhalten ist auch, dass Hind sich der Problematik eines Kollektivinterviews durchaus bewusst war. Sie schrieb in ihrem Bericht, dass die Bedingungen nicht optimal wären. Die Kinder würden ihren anwesenden Schulleiter fast schon fürchten. Auch das hätte die Aussagen beeinflussen können.
Eine weitere Sache, die Fernandez kritisiert: Einige Zeichnungen sollen während des Kunstunterrichts erstellt worden sein. Vielleicht hätten die Kinder sich verpflichtet gefühlt, ein möglichst kreatives, ausgeschmücktes Bild zu fertigen. Dies ist aber nur eine Vermutung. Und auch ob die Bilder tatsächlich Teil des Unterrichts waren, ist nicht geklärt. Insgesamt würde Cynthia Hind aber von diversen, heute gültigen Methodikstandards abweichen. Sie hätte den Kindern keine freie Erzählung ermöglicht, sondern häufig unterbrochen. Laut Fernandez wurden auch zu früh zu präzise Fragen gestellt und damit bestimmte Antwortoptionen vorgegeben. Ob tatsächlich eine Beeinflussung der Kinder stattfand, ist heute jedenfalls schwer zu beurteilen. Fest steht aber, dass die Kinder bereits vor den Interviews mit Hind von UFOs und Aliens sprachen. Sie berichteten Lehrern und Eltern von ihren Erlebnissen, obwohl ihnen häufig nicht geglaubt wurde. Lügen war mit den strikten Grundsätzen der Ariel School allerdings nicht vereinbar. Bei Hind könne Fernandez noch über Fehler hinwegsehen. Anders verhielte sich dies im Fall Mac. Fernandez sagt, dass es hier zu krassen Fehlern kam, die angesichts der Berufserfahrung von Mac nicht hätten passieren dürfen. So würde Mac die Kinder öfters auffordern, ihm mitzuteilen, was sie sich in ihrer Erinnerung vorstellten. Er würde dabei regelrecht auf eine Antwort pochen. Das aber könnte bei den Kindern Druck erzeugen und die Erinnerung beeinflussen. Für Laien ohne psychiatrisches Fachwissen ist es aber sehr schwer, Macs Frageverhalten zu bewerten. Die wissenschaftliche Assistentin, die Mac auf seiner Afrika-Reise begleitete, beschrieb seine Technik so: Mac versuchte, sich in die Kinder einzufühlen. Wenn er mit einem kleinen Kind sprach und dieses nervös war oder dessen Kind zitterte, während es antwortete, dann sagte Mac etwas wie: Also, das war irgendwie gruselig, hm? Dadurch konnte das Kind die Angst zulassen und anders sprechen als bei jemandem, der einfach nur fragt, was es gesehen hat. Zumindest ist ein deutlicher Unterschied zwischen den Interviews durch Hind und Mac zu sehen. Mac führte Einzelinterviews. Er nahm eine gebeugte Haltung ein und sprach mit den Kindern auf Augenhöhe. Außerdem versuchte er, Fragen mit eindeutigen Antworten zu vermeiden. Manchmal lieferte er Antwortoptionen mit, die dann von den Kindern nicht angenommen wurden. Lisa fragte er zum Beispiel, ob die Botschaft über die Umweltzerstörung vielleicht vom Objekt auskam. Das Mädchen entgegnete, dass sie vom Wesen übermittelt wurde. Hier sei aber erneut auf den Fernsehbeitrag verwiesen, der die Interviews durch John Mac zeigt. Jeder sollte sich diese Aufnahmen anschauen und ein eigenes Bild machen. In der Videobeschreibung ist der entsprechende Link zu finden. Zu bedenken ist aber, dass die veröffentlichten Sequenzen dieser Interviews nur wenige Minuten lang sind. Insgesamt sollen bei Macs Besuch im Dezember 94 aber über 4 Stunden Material entstanden sein. Das meiste ist also bis heute unveröffentlicht. Skeptiker verweisen auch auf die Umstände von Macs Besuch. Bevor er nach Ruwa reiste, trat Mac öffentlich in afrikanischen Medien auf und sprach über seine Forschung. Er gab 2 Radiointerviews und war in einer Fernsehshow zu sehen. Am 30. November, 2 Tage vor dem Schulbesuch, hielt Mac in der simbabwischen Hauptstadt Harare einen Vortrag. Bei diesem waren über 300 Gäste zugegen. Es ist laut mancher Skeptiker nicht auszuschließen, dass bei diesem Vortrag auch Eltern und Kinder aus Ruwa anwesend waren. Falls dem so wäre, hätten sie durch Macs Äußerung bereits im Vorfeld beeinflusst werden können. Für Gilles Fernandez steht jedenfalls außer Frage, dass Mac die Aussagen der Kinder anleitete. Er begründet dies damit, dass die Kinder erst bei Mac von telepathischen Botschaften sprachen. Mac galt Zeit seines Lebens als bekannter Friedens- und Umweltaktivist. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern setzte er sich während des Kalten Krieges für den Abbau von Atomwaffen ein. Aufgrund dieses Engagements geht Fernandez davon aus, dass Mac seine eigenen Wertvorstellungen und Sorgen in die Kinder hineinprojizierte. Diese würden dann nicht ihre Erinnerung wiedergeben, sondern lediglich Macs Fantasien.
Hierzu ist aber anzumerken, dass solch eine Manipulation zumindest in den veröffentlichten Videoaufnahmen eindeutig nicht zu sehen ist. Vielleicht hatte Mac bei den Kindern tatsächlich falsche Erinnerungen hervorgebracht. Vielleicht verstand er es aber auch nur als erster, die richtigen Erinnerungen zum Vorschein zu bringen. Fast 3 Jahrzehnte sind vergangen. Noch immer fragen sich Menschen, was damals wohl passierte und auch wie die damaligen Schüler heute über die Geschehnisse denken. Eine Frage, die sich auch ein Dokumentarfilmer aus den USA stellte. Seit beinahe 10 Jahren reist er regelmäßig nach Simbabwe, spricht mit den heute erwachsenen Zeugen und arbeitet an einer Filmproduktion. Die Rede ist von Randall Nickerson. Nickerson interviewte über 200 direkt und indirekt beteiligte Personen. Darunter auch 43 Augenzeugen des Vorfalls. Sie alle würden auch heute noch an der Geschichte festhalten. Einige neue, brisante Informationen wurden von Nickerson bereits enthüllt. Zunächst sagt er, dass die Anzahl der Zeugen gar nicht 62 beträgt, sondern weitaus mehr. Der Pausenhof wäre damals mit beinahe allen 250 Schülern gefüllt gewesen. Viele der Zeugen waren damals aber erst 5 oder 6 Jahre alt. Laut Nickerson wurden diese besonders jungen Kinder bei den Untersuchungen bewusst außen vor gelassen. Die Erfahrung wäre nämlich extrem belastend gewesen, weshalb man insbesondere die Kleinsten zu schützen versuchte. Die vielleicht wichtigste Insider-Information von Nickerson ist aber folgende. Laut ihm hätte es auch erwachsene Zeugen gegeben. Und zwar 2 Lehrerinnen. Eine wäre damals aufgrund des Lärms auf dem Pausenhof hinausgegangen und hätte nachgeschaut. Anschließend wäre sie kreidebleich zurückgekehrt. Sie soll das gelandete Objekt mit eigenen Augen gesehen haben. Damals war sie bereits über 70 Jahre alt und 2 Wochen später hätte sie die Schule verlassen. Mittlerweile sei sie verstorben und könne nicht mehr befragt werden. Die 2. Zeugin traf Nickerson persönlich in Simbabwe. Im Zuge der Recherchen für seine Dokumentation ließ er sich am Schauplatz herumführen. Die Lehrerin erklärte ihm, wo was passierte. Und zwar so detailliert, dass Nickerson Verdacht schöpfte. Die Frau gab später zu, dass sie damals alles selber mit ansah. Sie hätte sich aber geschämt, offen über das Erlebte zu sprechen. Für die Glaubwürdigkeit von Nickerson spricht der Umstand, dass er mehrfach gemeinsam mit ehemaligen Schülern auftrat. Auf YouTube existieren Interviews, in denen sich erwachsene Zeugen im Beisein von Nickerson äußern. Selma gab damals als 11-Jährige an, dass sie eines der Wesen sah. Es trug einen schwarzen Anzug. Der Kopf mit seinen riesigen Augen hätte aus dem hohen Gras hinausgeragt. Das Wesen wäre auch herumgerannt und hätte sich dabei wie in Zeitlupe bewegt. Auch fast 25 Jahre später und längst erwachsen, hielt Selma an ihrer Geschichte fest. Insbesondere den Blick der fremden Gestalt hätte sie niemals vergessen können. Sie hätte damals Angst um ihre Geschwister gehabt und wollte eigentlich in der Aufregung nach ihnen suchen. Allerdings wäre es kaum möglich gewesen, den Blick abzuwenden. Als wenn sie gezwungen wurde, weiterhin in die Augen zu schauen. Sich abzudrehen, hätte Selma ihre ganze Kraft gekostet. In ihrem gesamten späteren Leben fühlte sie sich nie wieder so schwach und ausgelaugt. Sie selbst will damals keine telepathische Botschaft empfangen haben. Im Gegensatz zu ihren Freundinnen, die direkt daneben standen. Selma glaubt, dass der unterbrochene Blick etwas damit zu tun hätte. Wie lange das alles dauerte, könne sie nicht einschätzen. Sie hätte damals jegliches Zeitgefühl verloren. Auch sämtliche Geräusche wären für sie plötzlich verstummt, obwohl der Schulhof voll mit Kindern war.
Ein weiterer Zeuge, der auch im Erwachsenenalter seine Aussagen wiederholte, war Francis. Er sah nicht nur mehrere Objekte, sondern auch drei der Wesen. Zwei von ihnen blieben zwischen dem großen Objekt und den Kindern. Das dritte hätte sich in Richtung des Schwimmbeckens bewegt. Es wäre aber nicht einfach gelaufen. Laut Francis verschwand das Wesen plötzlich, tauchte nach wenigen Metern wieder auf, verschwand erneut und so weiter. Dieses Erlebnis hatte auf Francis und seine Entwicklung enormen Einfluss. Heute würde er Menschen erstmal zuhören, statt sie zu verurteilen. Er selbst formulierte es so: Ich bin sehr offen gegenüber den Meinungen anderer Menschen. Ich selbst habe ja eine der verrücktesten Geschichten erlebt, die man überhaupt wem erzählen kann. Die Dokumentation, an der Nickerson seit vielen Jahren arbeitet, wird den Titel Aerial Phenomenon tragen. Sie soll noch weitaus mehr Aussagen der heute erwachsenen Zeugen beinhalten. Seit Cynthia Hind in den 90er Jahren hat sich kein Forscher mehr so intensiv mit dem Vorfall beschäftigt. Weitere Informationen über die hoffentlich bald erscheinende Doku sind auf der Website zu finden. Seit nunmehr 26 Jahren streiten die Menschen sich, was damals wirklich auf dem Schulhof der Aerial School passierte. Vielen gilt der Ruwa-Vorfall heute als einer der wichtigsten in der Geschichte der UFO-Forschung. Selten wurde eine Nahbegegnung von so vielen Zeugen miterlebt. Dass die Glaubwürdigkeit der Kinder ausgerechnet durch einen führenden Kinderpsychiater bekräftigt wurde, ist für viele Menschen ebenfalls ein Argument für die Echtheit der Ereignisse. Trotzdem meinen insbesondere die Kritiker John Max, schlüssige Erklärungen frei von UFOs anbieten zu können. Vielleicht wäre der ganze Vorfall eine Art kollektive Konstruktion des Unterbewusstseins, eine Halluzination oder Massenhysterie. Auch der mediale Einfluss wird immer wieder diskutiert. Es konnte zwar nicht geklärt werden, welche UFO-relevanten Themen damals im simbabwischen Fernsehen liefen, aber Gilles Fernandez hält es zum Beispiel für möglich, dass die Kinder durch die Serie Akte X beeinflusst wurden. Die langen Haare von mindestens einem der Wesen könnten durch eine Figur aus dieser Serie inspiriert worden sein. Ein Schüler namens Fungi zeichnete ein Objekt, das nach Ansicht von Fernandez auffällige Ähnlichkeit mit dem UFO aus der Kultserie The Invaders besitzt. Es bleibt aber die einzige Zeichnung, bei der man eine naheliegende popkulturelle Beeinflussung finden konnte. Häufig wird das große, gelandete Objekt auch mit einer Fehlinterpretation erklärt. Skeptiker halten es für möglich, dass Kinder einen Wohnwagen mit einem UFO verwechselten. Auch ein Hubschrauber hätte nach Ansicht mancher zu einer Verwechslung führen können. Die Wesen mit ihren großen Augen wären in diesem Fall lediglich Piloten mit Sonnenschutz als Visier. Allerdings wäre ein Hubschrauber vermutlich nicht inmitten von Bäumen gelandet. Die Kinder sagten außerdem, dass die Objekte keinerlei Ähnlichkeit mit ihnen bekannten Fluggeräten besaßen, weder zivilen noch militärischen. Michael Hesemann hatte jedenfalls keine Zweifel an der Echtheit der Ereignisse. Er meint, dass der Ort, der Zeitpunkt und die Zeugen nicht zufällig ausgewählt wurden. Es wäre die perfekte Inszenierung für ein ausgewähltes Publikum gewesen. Die Schüler bildeten eine Art Mikrokosmos. Sie repräsentierten sämtliche Ethnien. Sie waren intelligent genug, das Erlebte zu verstehen und zu verkraften. Gleichzeitig war die Schule in Simbabwe isoliert genug, um die Anzahl der Zeugen steuern zu können. Wer oder was auch immer sich ihnen zeigte, hätte bewusst den Zeitpunkt gewählt, zu dem sich keine Erwachsenen auf den Schulhof aufhielten. Auch der Landeplatz wirkte beinahe strategisch ausgewählt.
Die Objekte und Wesen landeten hinter hohem Gras und neben einem Sumpf. Sie zeigten sich, waren aber durch die Umgebungsverhältnisse vor schnellen Annäherungen geschützt. Laut Hesemann hätte hier ein Experiment stattgefunden. Nämlich, um zu schauen, wie speziell Kinder auf einen offenen Kontakt reagieren würden. Gänzlich anderer Meinung ist der bekannte UFO-Skeptiker und Religionswissenschaftler John Saliba. Er bezweifelt, dass sich die Dinge in Ruwa überhaupt zugetragen haben. Die Kinder wären einfach durch die Medien beeinflusst gewesen. Letztlich wäre auch das Verhalten von UFOs allgemein in seinen Augen ein einziger Widerspruch. In einem Interview sagte er mal: "Man hat all diese UFO-Geschichten in den letzten 40 Jahren gehört. Ich begreife ihre Absichten nicht, wieso sie überhaupt hier sind. Ich habe keine Ahnung, was sie hier tun. Sie verschwenden ihre Zeit. Sie fliegen im Kreis herum und zeigen sich ein paar Menschen, die einfach unbedeutend sind." Randall Nickerson sagte einmal, Ruwa wäre vielleicht nur ein kleiner Farmersort gewesen. Aber die Schülerschaft der Aerial School bestand aus gemischten Ethnien, gemischten Religionen. Eigentlich war es der perfekte Ort, wenn man sich die Zusammensetzung der Menschen anschaut. Es war einfach von allem etwas vertreten. Wenn es 1994 in Simbabwe tatsächlich zu einem Kontakt kam, dann wurden für diesen keine Politiker, keine Militärs und keine Religionsführer ausgewählt. Vielleicht müssen wir unsere Vorstellung überdenken, wer wirklich bedeutend ist.